After work. Im Kofferraum steht eine Gruppe Motorradrocker. Auf ihren Kutten lese ich MC Hate Gods und One Percenter. Laut Rocker-Geschichtsschreibung sind die 1%er die ganz Bösen. Mein Interesse ist geweckt. Auch Arbo hier neben mir bemerkt die Hassgötter. Seitdem Tabledance-Kollegin Kostüm B uns bekannt gemacht hat, taucht Arbo öfter im Cockroom auf. Vom beeindruckenden Gesprächsthema Sozialinkontingenz wechselt er nun zum Thema Rockerposen. Und obwohl ich mich ermahne, Teilglatze mit Restlanghaar nicht als kategorisches Ausschlusskriterium gelten zu lassen, verstehe ich jedes Mal Sozialinkontinenz statt Kontingenz und bilde mir dabei ein, dünne Speichelrinnsale in Arthurs Mundwinkel zu erkennen. Hey, sag mal, bist du sicher, dass du das bei deiner Lesung vorlesen willst? Die Stelle. Ja. Das ist eine super Stelle, oder? Die wird gleich noch besser. Ja, aber das kapiert doch kein Mensch. Was jetzt? Was meinst du damit? Sozialkonti... Sozialkontinent, das ist egal. Das geht nur darum, dass man versteht, dass Arthur so ein schlauer Typ ist. Ne? Und Fanny gleich noch was erzählt über überkommene Rockermythen und sie trotzdem lieber zu den Rockern will da drüben und selber nicht so genau weiß, warum. Also der Text lotet an der Stelle so tiefen psychologische Mechanismen aus. Und sie sieht ja, also ja, das ist so ein freudscher Versteher quasi, weil sie sieht diese Speichelrinnsale und versteht Inkontinenz. Ah, genial eigentlich. Mhm. Ja. Achso, und dieses Ding da, diese Baumwollstrumpfhose, willst du die wirklich bei der Lesung anziehen? Meine Baumwollstrumpfhose, ja. Ja, die jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Mal gucken. Na, irgendwie siehst du auch ganz anders aus. Wegen meinem neuen Tattoo? Nee. Wie ja, auf dem Foto von Bruce siehst du echt ganz anders aus. Wie? Du siehst irgendwie älter aus und bist so ungeschminkt. Jetzt? Mhm. Ach so, ungeschminkt. Naja, vielleicht kommt es von der Brille, aber ich, ehrlich gesagt, finde ich auch, dass ihr ein bisschen arg kritisches Testpublikum seid. Falls ich noch nicht gemerkt habe, ich habe hier 4,5 Amazon-Sterne auf dem Bizeps stehen. Seht ihr das? Kann man das? Hier kann man das auch gut sehen. Da ist noch ein halber Stern. Und was ist das hier nochmal? Wer hat das nochmal angemacht? Wieso? Na, wer hat den Computer, die Kamera angemacht? Na, ich mache einen Trailer. Du machst den Trailer? Ja, für was machst du für einen Trailer? Lesetrailer oder was? Für deine Lesung, damit die Leute es mal angucken. Ach so, ja, das und ist nett. Und auch zur Lesung kommen, ich meine... Wieso? Hast du da Interesse, ja? Willst du auch mal deine Miete zahlen? Ah, die Miete, ja, willst die zahle ich zahlen? Auch. Das stimmt, aber ich finde, wir sollten das mal vorbereiten, besser und nicht jetzt einfach so einen Trailer machen. Jetzt lass einfach mal ja, stehen. Aber das ist halt auch immer das Gleiche mit euch, weil dann... Wollt ihr immer irgendwas machen oder euch da irgendwie jetzt ja, wieder auf der Hand? Oh nein! Na, diese Beteiligung. Also nicht, dass es vom Ansatz her jetzt total verkehrt ist, aber ich meine, man sollte sich echt ein bisschen drauf vorbereiten, oder? Man könnte sich zum Beispiel einmal schminken. Oder die Brille absetzen oder sich auch was überlegen wegen der Lesestelle. Vielleicht eine bisschen leichtere Stelle nehmen. Eine, die, naja, mit so ein bisschen Erregungspotenzial, nee, Wurf sagt man, glaube ich, auch. Genau. Mal gucken. Vielleicht die Stelle mit meinem ersten Private Dance. Ich beginne, meinen Hintern zu schütteln, wie ich es von einem brasilianischen Booty-Shaking-Video bei YouTube abgeguckt habe. Das macht Spaß. Wenn man einen einigermaßen großen Hintern einmal richtig in Schwingung gebracht hat, ist er wie ein versautes Perpetuum mobile. Ich fädle meinen Zeigefinger in den String zwischen... weiß nicht, oder vielleicht noch eine andere Stelle... Eine, die auch viel sagt, aber vielleicht ein bisschen anders. Hier vielleicht. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Habe ich an der Uni mal gehört. Table Dance ist für mich die angewandte ästhetische Praxis dieser Sentenz. Das Falsche im Falschen fühlt sich für mich richtiger an, als die richtig versadenen vielen Großkonzernen, Agenturen oder Institutionen. Deswegen ist Table Dance für mich
eine empathische Entscheidung, deswegen mag ich den Job. Du könntest doch auch im Büro arbeiten. Nee, danke. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Oh ja, bleib mal lieber im Table Dance.